Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 20. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat eine zunehmende Mondphase. Es gibt Einflüsse von außen, von Sternbild, Schlangenträger, was auch im Ekliptik befindet, gehört aber nicht zu dem 12 Tierkreiszeichen. Dieser Schlangenträger ist in Mythologie nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und hat einen Einfluss auf den heutigen Mondbewegung. Zwei Sternen bestrahlen unserem Mond heute, einmal Sabik und einmal Rasalhague. Beide Sternen befinden sich im Sternbild Schlangenträger. Und das bedeutet, wir sollen etwas planen oder über etwas Gedanken machen und es soll unser nächster Schritt sein. Also das heißt etwas vorbereiten. Das gilt natürlich in erster Linie für die Schützengeborenen, aber das wirkt durch die Mondenergie auf uns allen, besonders für die Löwengeborenen, die Widdergeborenen, aber in dieser Richtung sollen auch die Zwillingsgeborenen schauen, weil das ist auch eine klare Botschaft für die Zwillingsgeborenen. Wir sollen auch unseren Gefühlen ernst nehmen. Das ist der Saturn-Einfluss hier in die Schütze, aber auch die Gespräche sind sehr wichtig. Entweder intuitiv handeln oder über Gefühle sprechen. Also das sollen wir auch in die heutigen Tag beherzigen. Besonders die Schützengeborenen, die Widdergeborenen, die Löwengeborenen, die Wassermanngeborenen, die Wagengeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Und wie ist das in einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen heute intuitiv handeln, nach ihrem gesunden Bauchgefühl hören. Sie planen etwas oder sie vorbereiten etwas. Es sind Veränderungen oder kommt der nächste Schritt. Sie stehen kurz davor. Die Einflüsse von außen sind sehr schön, unterstützend. Die Schützengeborenen haben zurzeit, also nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit eine tolle Ausstrahlung und sie werden ernst genommen, wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist etwas unbeweglich. Sie sollen auch auf den Finanzen achten, weil das kann passieren, dass da kein Gewinn kommt oder eher Verlust, also nichts investieren zurzeit. Die Steinbockgeborenen fühlen sich auch kraftlos und sie sollen die Ruhe bewahren, das mal akzeptieren, dass momentan alles ein bisschen unbeweglich ist und die inneren Kraft bleiben. Das wird dann auch verbessern und die kommende Zeit kommt auch etwas in Bewegung. Die Lilith-Energie befindet sich auch im Steinbock und das sagt aus, Wünsche, Träume, Sehnsüchte, aber Angst davon oder das Nicht-Zutrauen. Und dieses Art von Gefühl sollen die Steinbockgeborenen aber auch beachten oder ernst nehmen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist etwas in Bewegung, kleinere Veränderungen, kleine Reise, ein Fest, eine Einladung in vertrauten Umgebung wie Nachbarschaft, Bekanntenkreis oder Verwandtschaft. Aber die Wassermanngeborenen sollen auch in die nächste Zeit mal um die Werte kümmern oder um die Finanzen. Da kommt auch etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, weil sie kommen emotional heute ein bisschen durcheinander. Aber in den kommenden Tagen verbessert sich das alles schon. Sie sollen intuitiv sein, auf ihren Träume, Visionen hören und kreativ zu sein. Das ist immer eine Stärke der Fischengeborenen und es auch Vertrauen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen, alles wunderbar, super tolle Einflüsse. Sie sind auch sehr schöpferisch, kreativ. Sie bewältigen auch etwas, sind auch größere Veränderungen. Kann sein, dass die rückläufige Uranus ein bisschen bremst das alles, aber
Trotzdem sind schöne Einflüsse von außen, wo die Wiedergeborenen achten sollen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann kippt die Gleichgewicht, fühlen sie sich erschöpft und müde, also brauchen auch die Rückzug, auch die Ruhe. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiger Thema. Die Freundschaften, aber auch Gefühle oder Liebe, Partnerschaft, aber auch die Arbeit, die berufliche Situation. Und die Stiergeborenen fühlen sich zurzeit etwas unsicher oder fehlt die Mut. Und sie sollen aber jetzt die Kontakte suchen, besonders wenn es um die Liebe geht, auf anderen zugehen, weil so kommt wieder alles in Ordnung. Entweder Gefühle zeigen oder die Kontakt suchen, dass wieder die Verbindung da ist. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen in ihrem Gleichgewicht achten und auf den Gefühlen achten, auch nach Gefühl handeln. Wichtiges Thema ist auch die Liebe, Partnerschaft, aber die Gespräche sind auch wichtig, auf anderen zugehen, die Kontakte suchen oder zuhören. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sich in einer Art Wandlung, das sind auch Veränderungen, ich würde sagen, das sind innere Veränderungen, aber das ist auch unbeweglich zurzeit, so ähnlich wie bei Steinbock geboren. Ein bisschen Geduld noch, bis das alles so spürbar ist, sichtbar ist, und das mal auch so akzeptieren. Und diese Veränderungen werden auch kommen. Besonders in die Liebe, Partnerschaft haben Glück die Krebsgeborenen. Aber zurzeit auf den Finanzen achten, weil das kann sein, dass das unbeweglich ist, also nichts investieren oder dass die Krebsgeborenen Themen haben in eine erbschaftliche Situation. Also bitte auf dem Geld achten. Tierkreiszeichen Löwengeborenen stehen in einem Weg. Treffen Entscheidungen. Dieser Weg ist etwas Neues. Das kann vieles bedeuten. Entscheidungen im beruflichen Umfeld oder in der Liebepartnerschaft. Sie stehen in ihrem Leben wie in einer Kreuzung und sie wissen nicht momentan, wie das weitergehen soll. Aber wichtig ist zurzeit zum Orientieren. Mond hat einen guten Einfluss gerade auf dem Löwengeborenen, also sollen auf ihren Gefühl achten oder die Gespräche suchen, weil das hilft momentan auch bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborene haben beruflichen Erfolg, ein Aufstieg oder Ansehen oder Chancenmöglichkeiten, beruflich etwas verbessern und verändern. Die Gespräche sind ein gewisse Missverständnisse liegt da. Das kann auch in die privaten Bereich betreffend sein, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und heute kommen die Gefühle ein bisschen durcheinander, aber das beruhigt sich schon in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sollen auf dem Kraft achten. Hier sind auch die Bewegungen so ähnlich wie gestern auch. Das ist auch wie eine Sperre. Es bewegt sich nichts voran. Oder die Waagengeborenen fühlen sie sich kraftlos. Natürlich kann das auch eine männliche Person sein, wo gerade Stress macht. Und da haben die Waagengeborenen Themen. Durchaus kann auch bei Steinbockgeborenen der Fall sein. Also wichtig ist intuitiv sein, auf den Gefühlen achten. Da kommt schon die Leichtigkeit und die Begeisterung, wo Einschränkungen sind zurzeit. Das ist die Kraft und sie die Waagengeborenen haben hier eine Aufgabe auf dem inneren Kraft achten und das liegt in die Ruhe. Im Ruhe liegt die Kraft und das ist die Botschaft für die Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück und Glück und Glück. Auch wenn das ein bisschen sie momentan in die Schattenseite stehen oder dieser Glanz ist nicht mehr so da wie in den vergangenen Tagen, trotzdem bewegt sich einiges, besonders in den Bekanntenkreis, Freundeskreis, im Freizeit und Glück haben sie auf jeden Fall auch Gewinnchancen zurzeit. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist das allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschneiderten Anfertigen berechnen. Und das können Sie gerne bestellen, Frage stellen, wie zum Beispiel,
was kommt im Jahr 2018 auf mich zu, was sind die Tendenzen, was passiert in einzelnen Monaten, worauf soll ich achten, welche sind die Glückstage, welche sind Tage, wo ich vielleicht nicht handeln soll. All das kann ich Ihnen ganz genau beschreiben, auch die Termine, auch die Tage natürlich. Und unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Dann biete ich auch Rituale an und da auch die Hilfsmittel dazu. Und das können Sie auch bestellen. Und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Und noch die Blitzberatungen. Was ist das eigentlich? Das ist ein E-Mail-Kontakt. Das heißt, ich schreibe mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Frage. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro vor Kasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.